Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Squad-Builder und FIFA-Video. Heute mal was sehr ausgefallenes, ein Bronze-Silber-Gold-Team. Und ja, kurze Teamvorstellung, Fry Hero, Major League, Seattle, die haben ja die Liga gewonnen. Dafür hat er halt den Hero bekommen, weil der im Elfmeterschießen im Finale der Liga halt überragend gehalten hat. Ja, Opara, den habe ich immer in FIFA gefeiert und deswegen muss ich seine Halloween-Karte holen. Ja, er hat im echten Leben hat er ja leider noch keinen Inform bekommen. Jetzt. Schade drum. Ich weiß gar nicht, ob die Halloween-Karten irgendwelche besonderen Bezeichnungen haben. Auf jeden Fall habe ich mir die damals, wo ich das gesehen habe, auf jeden Fall gekauft. Ja, Yedlin. Sollte euch bekannt sein. Bradley, Ex-Gladbacher. Musste auf jeden Fall ins Team, auch aus Chemiegründen. Dann die einzige Bronze-Karte. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt hier. Okay. Japan. Ich weiß nicht, ob man das ausspricht. Den spricht man, glaube ich, Französisch aus. Ja. Auf jeden Fall, der geht auch gut ab, ja. Dann Endo. Ja, Japaner von Toronto. Der geht auch gut ab. Hab ja schon einige Testspiele gemacht. Können auch mal gerne die Stürmerstatistik gucken von Jivinko. Das ist ja die Squad Building Challenge Karte von ihm. Wenn man die Major League da abgeschlossen hat, habe ich gemacht. Ja, erste Spiele war noch nicht so gut. Er hat in 9 Spielen 5 Tore und 4 Vorlagen gemacht, hatte den ersten anderen Team, da ist er noch nicht so abgegangen wie hier. Ja, ich habe hier Uth genommen, ja, das ist jetzt kein krasser Stürmer, aber ich muss sagen, 7 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen, ist schon heftig, ne, hätte ich nicht erwartet. Hätte ja auch Wagner nehmen können, aber ich habe mich für Uth entschieden, weil der einfach ein bisschen besser aussah, die Karte. Hat meine Erwartung natürlich übertroffen, so, ja, dann Rudi, ist ja klar, Chemiegründe musste ich ja nehmen, damit ich hier Share einbauen konnte. Weil ich brauchte Share für Chemie, damit das nicht, es ging ja nicht anders. Also muss ich hier einen von Hoffenheim nehmen und Rudi hat mir am besten gefallen von den Kartenwerten her. Ja, LVD ist ja klar, warum der drin ist, weil er Gladbacher ist. Und ja, Share hat halt den Link zu frei, damit Opara auch hier volle Chemie hat. Und ja, ich wollte halt auch frei im Team haben, deswegen. Aber die haben alle, sage ich mal, 10 Chemie. Und deswegen, warte, können wir es gucken, da. Alle 10 Chemie, es geht ja mal direkt weg, egal. Auf jeden Fall haben die alle 10 Chemie, volle Chemie. Richtig gutes Team und jetzt zeige ich euch ein bisschen Gameplay. Oh scheiße, jetzt musst du mal hier dich durchsetzen. Share, lass doch den Boateng nicht schießen. Jetzt aber mal. Endo, spielt Jivinko an. Klasse gehalten. Lass doch auslaufen, ich wollte Ecke haben. Tor! Nein, wieder super gehalten. Lass doch den Ball ins nächste Mal ins Auslaufen. Okay, komm. Gut. Außen. Jivinko, ja, aber ich muss jetzt verzögern. 11 Meter, okay. Hat ein bisschen rumgefummelt und kriegt einen Elfmeter. Darfst du auch jetzt schießen, Jivinko? Lass ich Jivinko schießen? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Klarer Elfmeter, klarer geht's doch nicht. Darfst du nicht beschweren. Naja, ich will Jivinko schießen lassen, komm schon. So, Jivinko, wo schießt du hin? Ich glaube, der verschießt den. Ja, scheiße, wie kann man nur so dumm sein? Nicht kurz vor der Pause noch das Gegentor kriegen. Oh scheiße. Oh shit. Oh, haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Er kommt frei, schlag den Ball nach vorne. Ja, Pause. Jetzt ist es wieder 0:0. Der Gegner war deutlich besser als ich. Ich hatte aber die besseren Chancen. Und ja, Leute, ich werde natürlich jetzt das Spiel weiterspielen. Ich habe Anstoß. Ja, ich kann euch sagen, ich werde auch, wenn ich verlieren sollte, das euch zeigen hier. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde knapp verlieren. Aber man weiß es noch nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ja bisher zum Glück immer, wenn ich Squad Builder Challenge aufgenommen habe, gewonnen. Weil die Teams einfach genial sind zu spielen. Und ja, faul an mir. Dieses Team lässt sich auch gut spielen, wie ich finde. Und ja, weiter, komm. Ruhig, mach das doch ruhiger. Ja, komm, außen, 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 außen. Super. Und... Nein, schade.
Nein, das ist, darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Stopp den doch mal. Frei! Genial gehalten. Jetzt den Konter setzen. Nein. Es darf nicht passieren, es darf nicht passieren. Er darf sich nicht so frei da durchfummeln. Genial, genial, danke. Giovinco ist frei durch. Giovinco ist frei durch. Giovinco ist frei durch, er muss das 1-0 machen. Ah, lass dich doch nicht so abdrängen. Jetzt aber. Giovinco. Giovinco! Ah. Okay, jetzt ist stets 0-0. Ich habe ein Freundschaftsspiel gemacht, das glaube ich kann man jetzt auswählen. Spiel fortsetzen, ja, müssen wir jetzt. Wir müssen weiterspielen, ich glaube es gibt jetzt Verlängerung. Oh, Glück gehabt. Verteidigt das nochmal besser hier, Jungs, was ist denn los mit euch? Wieder Ecke, glaube ich. Oder Abstoß, Abstoß, okay, frei. Hat alles unter Kontrolle. Okay. Nein! Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke. Okay, jetzt. Rudi. Alles klar. Komm schon, schick den jetzt. Oh, schick den doch. Schick ihn, schick ihn, schick ihn, schick ihn, schick ihn. Gut. Gut. Ja, ich muss jetzt hier verzögern. Ich habe keinen in der Mitte. Und... Nein. Gut gemacht. Weiter. Giovinco. Rasiert. Fast das 1-0. Schade. Das ist aber jetzt das 1-0. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Okay. Ja, schön verzögert. Jetzt gibt ihm den Ball. Ah, komm, 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 komm. Mit Glück, mit Glück, mit Glück, mit Glück macht der Uth das 1-0. Oh mein Gott, was war verdient. Ich hätte ja schon durch den Elfmeter eigentlich gewinnen müssen. Hier mit Glück. Wie man nochmal sehen kann, mit ziemlich, ziemlich viel Glück. Ja, 105. Minute. Sehr nice. Und jetzt haben wir natürlich die Pause. Ah ja, der Gegner hatte dicke mehr Chancen als ich, aber am Ende zählt das Resultat. 1-0. Ja, 3 Euro ins Phrasenschwein. Weiter geht's. Komm, noch eine Viertelstunde. Zittern hier. Okay. Champon, Champon, keine Ahnung, wie man das spricht. Jetlin! Ah. Okay, jetzt müsst ihr verteidigen. Boah, Opara ist ein Biest in der Verteidigung. Wieder. Ah, Bradley verkackt das wieder mal. Oh, scheiße. Ausgleich, aus. Es gibt den Ausgleich. Oh, Leute, was habe ich für ein Glück hier in dem Spiel. Frei, hau den Ball einfach nach vorne, dann pfeift der Schiri schon ab. Ja, abgepfiffen, war doch klar. Geil, genial, Leute. Ich habe mit Glück 1-0 gewonnen, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr euch unterhalten gefühlt habt. Und das war ein heftiges Spiel. Ich hatte die besseren Chancen und habe am Ende verdient gewonnen. Alles klar, auch wenn es ziemlich glücklich war, das Tor. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann und auf Wiedersehen.